Ja, moin Leute, heute aus Brockstedt. Ja, 2023 sind wir wieder da, sehr schön, schönes Wetter. Nacht war kalt, wir sind gestern schon gekommen. Einen kleinen Bulldog diesmal, Spritze ist da drauf, deswegen hat er ein paar Ölspritzer im Gesicht. Ja, 100 Jahre so nachgefeiert dieses Jahr. Und LBC hat eine tolle, wirklich tolle Ausstellung gemacht, also eine Fahrzeugzusammenstellung, die so ihresgleichen sucht, das muss man einfach sagen. Steckte bestimmt eine Menge Mühe drin, bestimmt eine Menge Telefonieren und E-Mails und das alles zu organisieren. Also das haben sie wirklich gut gemacht. Also da steht eine Menge im Ring, was man sonst so nicht sieht. Manche kennt man natürlich, das ist ja klar. Sind ja auch alte Gäste dabei, die öfter im Brockstedt waren. Schon, aber manche waren, denke ich, noch nicht hier und in der Zusammenstellung sowieso. Glaube ich noch nicht. Also ich bin da wirklich zwischendurch, da muss man sagen, das war Reizüberflutung. Also da, das sucht seinesgleichen. Ne? Gestern Abend, das war schon ein bisschen ergreifend. Ne? So Peter Neute, sein grünen Eilbulldog da so in den Ring reinzirkelt und so, das ist toll. Ne? Habe ich auch irgendwie mitgefilmt, One Take, Uncut, habe ich auch gleich abends noch hochgeladen. Finde ich super. Ne? Also das ist toll. Ne? Also das, ohne Frage. Natürlich frage ich Fritz. Fritz, möchtest du auch was sagen? Ja, jetzt ist gerade endlich mal schönes Wetter. Die ganze Zeit war eher ziemlich kalt, aber jetzt ist es endlich schön. Ja, die Nacht war echt kalt. Und, ne? Jetzt ist schön. Ne? Ja, es sind schöne Maschinen dieses Jahr da. Die allerschönste ist unser Bulldog, weil wir sind dieses Jahr zum ersten Mal da. Ja, das stimmt. Ja. Also wir fahren ja seit vielen Jahren hier schon her, aber das erste Mal tatsächlich mit Bulldog. Stehen die jetzt quasi in der dritten Reihe, obwohl wir gestern schon reingefahren haben, sind wir komplett zugeparkt. Wir kommen auch nicht weg, selbst wenn wir wollen. Ja, hinter uns ist so ein bisschen das irgendein Aggregat von irgendeiner, was weiß ich, Getränkebude. Ich weiß nicht, ob das jetzt auf dem Mikro so, wie viel davon rüberkommt. Ich hoffe, das ist trotzdem alles schick. Ne? Wir haben auch viel gefilmt. Ich habe auch eine Menge Shorts so gemacht, die werde ich so peu à peu hochladen. Und ansonsten ist es irre viel Videomaterial. Weiß gar nicht, wie ich das verarbeiten soll. Ne? Weiß nicht, ob man mehrere macht oder so. Der Schnitt frisst so viel Zeit da irgendwie, keine Ahnung. Aber vielleicht verteilen wir es ein bisschen, wird jetzt nicht sofort kommen. Ist ja auch ganz schön. Also das ist wirklich toll. Ne? Das ist brechenvoll und der LBCH, der belohnt sich da quasi selber. Ne? Eine Menge Besucher, Teilemarkt sind wir gar nicht, haben wir noch gar nicht wirklich geschafft. Ist auch was, Fritz, wenn du was sagen möchtest. Ich freue mich mal, wart ihr auch hier gewesen? Also, und wenn ja, dann schreibt es in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, dann like gerne und abonniert. Ja, und ja, dann noch einen schönen Morgen, Mittag, Abend, Nacht, was auch immer gerade bei euch ist.
vor dem großen deutschen Bulldog-Legende. Also für mich der Kracher hier heute, ne, dass der endlich das Thema im Ring erlebt hat. Bin ich total begeistert. Ne? Also sind auch sonst andere schöne Sachen gewesen. Der 38er mit dem Fahrerhaus. Ist echt eine Wucht. Ne? Aber jeder lange von Peter Neude. Finde ich toll. Ne? Also super Maschine, ganz ehrlich. Nehmen wir die Worte. Ja. Fine.
Ganz schön, ne? Es ist wieder Sonnenbrand haben, aber besser so als
als Dreckswetter. Ja, wir gehen ein bisschen rum, filmen noch. Wir haben, wie gesagt, schon viel gestern gefilmt und heute früh, als leer war. Aber so ein paar Details, die machen wir jetzt noch. Und ja, danke für euer Gucken und so. Und dann machen wir vielleicht nachher nochmal abschließende Worte. Jetzt gehen wir erstmal noch ein bisschen rum und natürlich müssen wir mal eine Bratwurst essen und ein Bier trinken. Jo, das gehört ja dazu. Ne? Gut, bis später. Und alle. Sonne hat wirklich geknallt. Sonne hat wirklich geschossen. Ja, Bulldog ist aufgeladen hinter uns. Ja. Und ja, zufrieden war toll. Das war wirklich ein super Brockstedt, ne? Das muss man sagen. Aber ist auch anstrengend. Ne? Das ist, wir hätten mal lieber noch einen Tag bleiben sollen, hätte man jetzt noch gemütlich irgendwie irgendwo am Grill sitzen können. Stattdessen schmeißen wir uns jetzt wieder auf die Autobahn. Aber gut, so ist das. Ne? Fritz, wie hat es dir gefallen? Ja, ich fand es sehr schön. Ich finde es halt auch schade, dass wir heute gehen müssen. Aber also ist halt nicht zu ändern, weil unser Hänger muss zurück zum Verleih gebracht werden. Deswegen, ja. Ja, und auch sonst so. Ne? Da gibt es ja noch ein paar andere Sachen zu tun. Das ist ja nicht nur Halligalli. Ja, schön, dass ihr reingeguckt habt und ein bisschen verfolgt habt hier. Ich hoffe, wir haben so ein paar Maschinen erwischt beim Filmen, die euch gefallen und so. Das ist natürlich immer alles subjektiv, was ich hier filme oder was wir hier filmen. Ich bin ja mehr so Bulldog und möglichst Vorkrieg. Obwohl ich natürlich inzwischen auch gerade die großen Halbdiesel sehr mag. Da habe ich auch Bock drauf, ne? Na gut. Jo, gibt nicht viel zu sagen. Wir fahren los, ne? Jo.
bis zum nächsten Mal. Ahoi. Ciao.